Mann. Was sage ich? Angriff, Initiative, Spezialverteidigung, Verteidigung. Kein Calcium. Buh! Die werden wir benutzen, falls wir noch ein Zuneigungs-Pokémon brauchen. Ich glaube nicht, oder? Ich muss überlegen. Keine Ahnung. Sucht ihr nach dem Pokémon von Grant? Ob ihr es wohl tiefer in der Höhle findet? Schaut in der nächsten Folge wieder rein! Razorzubler. Razorzubler. Nadun in Tara. Nach Tara und Xiana. Ja. Nadu ganz einfach mit Biss. Zier. Und Tintara einfach mit Zielstrahl. Tja, Typenvorteil war. Boots! Sehr effektiv. Direkt in den gegnerischen Kristall. An der Stirn. Natara und Tentara unterscheiden sich wohl nicht so. Oh, ein Teddy Ursa! Boot! Sehr effektiv. Das reicht, reicht. Yay, yeah, perfekt. Oh, das arme Natu. Die besiegt, ja, Sterbeanimation ist relativ traurig. Besiegtheitsanimation, wie hört sich das denn an? Und Netztara. Nach Tara. Tiana! Setzt du gerade ein. Mann. Reicht. Perfekt. Mensch, mir ist kalt. Ich zieh mir den Pullover. Das ist keine Metapher. Ich hole mir jetzt einen Pullover. Pullover geholt. Nach Tara erreicht Level 37. Perfekt. Keiner gerechnet, dass einem Let's Player kalt wird. Ja, was haben wir denn hier? Super Werteanstieg. Also von allem etwas, nichts auf 1. Schön. Aber die Gesamtwerte sind natürlich wieder grottig. Zumindest im Angriff. Oh, komm schon, Tiana. Aber ich werde euch nicht verraten, wo das Pokémon ist. Achso, ja, Forst ist ein Volk, ne? Ihr habt wohl überhaupt keinen Orientierungssinn? Doch klar, wir wussten ja, wo die Eichen stehen. Und hier unten verläuft man sich verdammt schnell. Och, es ging. Bei dir bin ich mir sicher, die hat wieder ein Krypto-Pokémon. Da gehen wir mal eben raus noch. Guck mal, wie es hier weitergeht. Also, perfekt. Boots. Nanu? Oder Nanu? Besuch? Wie habt ihr es nur in diesen entlegenen Winkel geschafft? Skill-Alter oder Alte. Kryptoknecht Vanessa. Kryptoknecht. Seemobs und Lili. Schon wieder so ein Urzeit-Pokémon. Nach Tara und Xiana. Oh. Nach Tara und Xiana. Oh. Pflanzgestein. Bringt also nix. Ich hau mal Seemobs auf. Bis auf Seemobs. Und Psychograf Liana. Liana, ja. Glitch. Dank des eleganten Spezialverteidigung von Lili hat es natürlich nicht gereicht. Aber Seemobs kriegt erstmal. Ach, komm schon. Was wird deren Krypto-Pokémon sein? Ach, der ein Klammerpunkt. Bringt nicht sehr viel, aber ich kann nicht tauschen. Hätte ich jetzt auch nicht getan, aber ich kann es trotzdem nicht. Vielleicht steht der Zufallsleiter auf unserer Seite. Oder ein Folterer. Wäre auch nice. Boots! Ah,
Lili wurde besiegt. Oh. Jetzt reicht aber für ein Level ab. Und wieder Rasa. Wo war ich? Spezialverteidigung? Wo hat sie die denn auf einmal her? Naja. Pudox! Die Motte der dritten Generation. Boots und Zufallswert ist nicht dauernd. Ja, vielleicht ein bisschen. Hat aber trotzdem nicht gereicht. Schade eigentlich. Das ist auch sehr enttäuschend. Kryptoknecht ohne Krypto-Pokémon. Boy. Warte mal, ist Pudox Gift oder Psycho? Ich glaube Pudox ist Gift. Weg. Drei Runden hat überlebt, meine Fresse. Ohne zu besiegt zu werden natürlich. Es lebt ja noch. Es ist nur K.O. Mensch. Wirklich? Um hierher zu kommen, braucht es schon kräftige Kämpfer und so weiter und so fort. Boah ey. Tausend Rauer, Alter. Ja, Kryptoknechte geben was ab. Leider seid ihr hier verkehrt. Ganz verkehrt sogar. Was wird wohl mit den Pokémon bestehen, während ihr eure Zeit verschwendet? Ja. Ich weiß, dass das falsch ist. Ich habe extra den Weg außen gegangen, um alles abzuklappern. Vielleicht hat sie deswegen kein Krypto-Pokémon, damit man nicht unbedingt suchen muss hier hinten. Naja. Unser guter Rasa an die Biker. Und jetzt kommen wir wieder an einen Piloten. Ihr werdet ich werde mich bei der Queen beliebt machen. Immer wenn ich ihr sage, meint er ich. Und immer wenn er ich meint, sage ich ihr. Und andersrum. Und dann beginnt die große Karriere. Warum sind eigentlich alle diese Pilotenkerle Karriere geil? Jäger Toremo. Toremo setzt Wablu und Luturzel ein. Luturzel, ey, Mann, ey. Das Pokémon der Kolosseum-Reihe mit seinen Entwicklungen. Und Krypto-Pokémon Wappen. Sogar Level 33. So, das sollte ausreichen. Boots! Auf die Stirn. Nee, ins Auge. Ins Auge. Armes Luturzel. Aber es ist ja nur psychokinetische Energie in einem Strahl gebündelt. Sprich, es tut ja nicht physisch weh, es geht direkt ins Gehirn. Oh, ein Tanheel! Tanheels können leider nur Bodycheck. Okay. Ein Biss und eine Geheimpower und Bablu ist fangfähig. Ein Biss und eine halbe Geheimpower und Bablu ist fangfähig. Ja, es reicht noch ein Biss, wenn Wabu da noch Dingens einsetzt, dann reicht es. So, ich muss überlegen. Tanheel ist Stahlpsycho, sprich Biss würde normal effektiv sein. Dingens hingegen wäre nur ein Viertel Psi-Strahl. Sprich Biss ist die einzige Attacke, die ich einsetzen würde gegen Tanheel. Das heißt, ich muss umdisponieren. Na gut, hau ich ein paar Sternschlauch rein. Bei Tanheel bringt's nichts, aber bei Waffen. Dreicht. Ding, 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 ding. Boots. Siehst du? Bodyguard. Ja, wir haben nicht vor, deine Alter, geil. Deine Statuswerte zu senken, von daher bringt dir gar nichts. Das ist im Anime anders.
Da ist Bodyguards gleich viel wert wie ein Schutzschild. Aber naja. Davon wollen wir ja gar nicht erst anfangen. Tanheel wurde besiegt. Oh. Tanheel, das Pokémon mit der Fangrate wie eines legendären Pokémons. Naja. Da ging was daneben, ich habe gar nicht darauf geachtet, was das war. Egal. Items. Wird hoffentlich reichen. Nein! Kacke! Ist das doof an... Ach man! Ist das doof an Doppelangriffen, dass man die nicht mehr abbrechen kann, weil man aus Versehen drauf gedrückt hat. Egal, Wablu wurde gefangen. Wablu wurde auf dem PC übertragen und Sternschauer greift nur einen an. Boots, dich du! Alter! Verteidigungsmäßig ist Lombero wohl nicht so das Haare. Ach, wenn Aquaknarre trifft. Ah! War Absicht. Ein bisschen zu reich. Boots. Ja, das war's. Lombreo wurde besiegt. Und die sind schon wieder auf halbem Wege auf Level 38. Und Jäger Toremo wurde ebenfalls besiegt. Nein! Was wird aus meiner strahlenden Zukunft? Dasselbe wie demselben Jäger. Wie mit demselben Jäger. Mit dem gleichen Jäger. Mit dem anderen Jäger, Mann! Ihr habt meine Karriere ruiniert. Schade drum. Geh arbeiten. So, hier unten müsste mal wieder Sackgasse sein. Richtig. Oben dürfte auch Sackgasse sein. Nö. Da geht's wieder irgendwo anders hin. Dann gehen wir mal erstmal rechts lang. Siehste Sackgasse, sprich nur ein einziger Weg. Aber da ist ja die Queen. Ja, es sollte ausreichen. Din, 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 din. Seht ihr? Tanzparty! Hallo! Meine Täubchen! Schön, dass ihr hier seid! Ich hab euch schon erwartet! Und Musik aus, bitte! Wie kann ich mich nur so lange... Nee, Mann, ey. Wie könnt ihr mich nur so lange warten lassen? Ihr Schlingel. Wie taktlos. Und was habt ihr dabei für einen Aufruhr veranstaltet? Fast als wolltet ihr unsere schönen Pläne ruinieren. Wollt ihr das etwa? Nun, das werde ich jetzt unterbinden. Und ich werde dich nun schlagen, kleiner Mann. Und zwar in einem letzten grandiosen Tanz. Und Musik, bitte! Ja, hat man ja gesehen, Kappa los, ne? Kryptovorstand, Dick Queen. Geile Kampfmusik, wa? Kappa Loris und Kappa Loris, so sag ich. Aber underlevelt ist Kappa Loris. Wir haben schon weit... Na gut. Kappa Loris entwickelt sich ja nur im Wasserstein. Sprich, Lombrero ist eigentlich das Pokémon, das wenn dann underlevelt wäre. Von daher bringt es eigentlich nichts. Nee, warte. Das könnte am ehesten klappen. In der Reihenfolge. Wobei ich mir mit Kappa Loris gar nicht mehr sicher bin. Also es ist halt zwar weniger Level, aber es könnte mehr Verteidigung. Mit beziehungsweise mehr Spezialverteidigung. Oh Mann. Boots. Nein, jetzt kommt die Regentanz. Geile Animation des Regens hier, aber... Oh, ein Zurückschrecken, geil.
vor allen Dingen. Oh nein. Wollte ich gerade sagen, dass der Regen hier gar nicht entstehen könnte eigentlich, theoretisch. Die haben aber trotzdem, die Entwickler haben ja gewusst, dass die Kabalos Regentanz einsetzen. Trotzdem haben sie die Queen in eine Höhle verbracht. Anstatt diese Höhle irgendwie in ein Plateau zu enden lassen. Sprich, mit einer Riesentreppe, die dann nach oben auf diesen Höhlenberg da führt. Wo dann dieses Zeug da auftritt. Aber nein, nö, lass lieber in die Höhle regnen. Aber, naja. Sieht ja trotzdem cool aus. Und wieder ein Erstaunen auf das falsche Pokémon. Spinne. Wie du mir, so ich dir, war. Egal.